Die Menschen spüren ja intuitiv, dass da draußen was aus den Fugen geraten ist. Wir sehen eine unglaubliche Inkompetenz in unserer Politik. Mit Fehlentscheidungen muss sich jeder an den Kopf greifen. Wir sehen, dass neue Parteien entstehen und andere Oppositionsparteien immer stärker werden. Wir sehen, dass die Politik irgendwie völlig orientierungslos und überfordert irgendwie vor sich hin agiert und hinwurschtelt. Und dann werden auf einmal Nebenkriegsschauplätze hochstilisiert wie Selbstbestimmungsgesetz und so weiter, die viel wichtiger sind wie die wahren Probleme in unserem Leben, nämlich, dass wir was auf dem Teller haben, dass wir irgendwie die Kinder irgendwie in die Schule schicken können, dass man was fürs Alter auf die Seite legen kann. Und aus dem Grund versuche ich ja, die Menschen dahin zu bewegen, zu sagen, Leute, das und das kommt meiner Ansicht nach auf euch zu. Ich möchte euch Hilfe geben, sehe ich als ein Akt der Nächstenliebe, weil in einer inflationären Welt brauchen sie einfach limitierte Werte. Herzlich willkommen zu Schüler fragen, was ist? Alle reden über Geld. Mein heutiger Gast schreibt sogar Bestseller darüber. Marc Friedrich ist heute mein Gast und er hat mehrere Bücher geschrieben über die Finanzkrise, über Anlagestrategien und immer sind irgendwelche Superlative dabei. Herzlich willkommen, Marc Friedrich. Herr Schüler, danke für die Einladung. Sie gelten ja als Crash-Prophet und sagen das Ende unseres Geldsystems voraus. Wann genau ist es soweit, nur dass man sich vorbereiten kann? Ja, wir sind schon mittendrin eigentlich, Herr Schüler. Schauen Sie an, wie der Dollar, wie der Euro sich entwerten gegen andere Sachwerte wie Gold oder Bitcoin. Und dahingehend ist nur eine Frage der Zeit. Wir sehen ja auch, dass die EZB seit Jahren eigentlich einen Dauerkrisenmodus hat. Nämlich, sie müssen den Euro retten, indem sogar die Maastrichter Kriterien gebrochen werden mussten und Billionen ins System gepumpt werden mussten, damit er überhaupt noch unter uns weilt. Das sind halt so immer so Anzeichen. Aber erfahrungsgemäß sind doch so viele Akteure, die davon profitieren, dass sich in der Regel solche großen Umbrüche eigentlich so lange hinziehen, dass man getrost die eine oder andere Lebensspanne darüber einrechnen kann. Da haben Sie vollkommen recht, weil wenn Sie in den Rückspiegel der Geschichte schauen, ist es so, dass ein Geldsystem im Schnitt 80 bis 100 Jahre eigentlich funktioniert und hält und erst dann bricht. Und das ist seit 2000 Jahren der Fall. Also alle 80 bis 100 Jahre kommt ein neues Geldsystem. Geld kommt und geht. Allein im letzten Jahrhundert in Deutschland hatten wir mehrere unterschiedliche Währungen. Und der Euro ist gerade mal süße 25 Jahre jung, hat aber jetzt schon offiziell 40% an Kaufkraft verloren. Aber wenn Sie einen anderen Gegenwert dagegen nehmen, wie Aktienmärkte, Gold oder Bitcoin, sind wir bei über 95%. Und das merken die Menschen da draußen natürlich. Und wir sind jetzt tatsächlich im Endspiel, deswegen auf Ihre Frage zu antworten, der Euro wird in den nächsten Jahren definitiv entweder digitalisiert werden, damit er noch ein bisschen Lebenszeit einhauchen kann, oder er wird verschwinden. In die technischen Feinheiten kommen wir noch. Ich wollte gerade fragen, von wann an Sie rechnen, wenn Sie mit 25 Jahren Euro rechnen, dann sind aber die 80 Jahre noch lange nicht erreicht. Ja, nee, der Euro wird schneller über die Wupper gehen. Warum? Weil er ein Fehlkonstrukt ist natürlich von Anfang an, weil, wenn Sie auch da schauen, Wirtschaftsunionen oder Währungsunionen zwischen unterschiedlich starken Volkswirtschaften haben noch nie funktioniert, weil es absoluter Wahnsinn war, schwache Volkswirtschaften wie Griechenland oder Italien mit starken Volkswirtschaften wie Deutschland in ein Währungskorsett zu betten. Und jetzt haben wir das Dilemma. Jetzt sehen wir halt diese Rettungsorgie seit 2012 eigentlich. Und wie gesagt, ohne das Brechen von der Maastrichter Kriterien wäre der Euro schon längst passé. Das kann alles gar nicht sein, sagt die finanzpolitische Sprecherin der Grünen, Jamila Schäfer, und wir können uns das mal angucken. Geld, das der Staat ausgibt, muss erstmal erwirtschaftet werden. Das stimmt so nicht, denn die finanziellen Spielräume in einem Staatshaushalt, die ergeben sich nicht nur aus den Steuereinnahmen, sondern auch aus der Höhe der Kredite, die man bei der Zentralbank aufnimmt. Natürlich müssen diese Kredite auch zurückgezahlt werden. Aber man kann natürlich politisch festlegen, zu welchen Konditionen und in welchem Zeitraum man sie zurückzahlt. Man kann in seiner eigenen Währung gar nicht pleite gehen. Deshalb macht es Sinn, auch mal über Kredite die Konjunktur in der Währung zu stabilisieren. So, läuft. Ja. Tja. Gut, die Kompetenz der Grünen bezüglich Finanzanlagen ist natürlich bestechend, da kann ich nicht dagegen anhalten. Nein, Spaß beiseite. Was Sozialisten oder Linke immer gut können, sind natürlich immer neue Schulden zu machen. Noch nie hat sowas funktioniert. Also man kann nicht durch neue Schulden Wirtschaftswachstum generieren, nachhaltig und langfristig. Man kann nicht Krisen lösen oder versuchen, dass alle reich werden. Ansonsten wäre ja Zimbabwe oder Venezuela oder auch die DDR immer noch unter uns und wären die reichsten Länder, die es jemals gab. Also Krisen können nicht durch die Druckerpresse gelöst werden. Man kann natürlich Tempo die Probleme abdecken, übertünchen, aber die Schuldenberge werden irgendwann so groß, dass man Inflation hat und dass die Menschen einfach das Vertrauen in das Geldsystem verlieren und dann Alternativen suchen. Das erleben wir ja. Dass Wohlstand nicht erwirtschaftet werden muss, wie Sie gesagt hat, ich glaube, das erschließt sich dem einen oder anderen Kleinsparer eigentlich auch. Aber was erwarten Sie eigentlich genau? Was kommt denn nach dem Währungssystem?
Ja, wir müssen nur in die Vergangenheit wieder schauen, was passiert. Jedes Mal beginnt eigentlich eine Zivilisation mit einem harten Geldsystem. Also im Römischen Reich. Salz. Handeln wir wieder mit Salz künftig? Na, es war zum Beispiel der Goldstandard im Römischen Reich oder auch nach dem Zweiten Weltkrieg. Es war eine große Zäsur, wir hatten eine große Katastrophe und man hat sich besonnen 1944 im Bretton Woods-System zu sagen, wir fangen wieder mit einem goldgedeckten System an. Und 1971 wurde es dann von Nixon ausgehebelt. Das ist immer der gleiche Verlauf seit 2000 Jahren, Herr Schule. Man fängt mit einem harten, guten System an, was limitiert ist, was gedeckt ist durch einen Sachwert, auf den die Menschen sich vereinen können, ja, bestimmen können. Und dann wird es aufgeweicht durch die Politiker, weil die Schulden einfach zu attraktiv sind. Man möchte Wahlversprechen finanzieren, die Kriege sind zu teuer, das Heer ist zu teuer. Und auf einmal fängt man an, durch die Münzverschlechterung oder durch die Aufhebung des Goldstandards dieses System auszuhebeln. Und dann erodiert auch das Vertrauen. Dann beginnt eine Schuldenspirale, es kommen Wirtschaftskrisen, Spekulationsblasen, Populisten werden stärker, die Unzufriedenheit steigt. Und dann endet es meistens in Revolution oder Krieg. Nun haben Sie eigentlich immer Superlative im Gepäck. Der größte Crash aller Zeiten, der größte Raub aller Zeiten, jetzt die größte Revolution aller Zeiten. Und die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg beispielsweise sagt, ja, tritt eigentlich gar nicht so ein. 2020 haben Sie schon vom monetären Endspiel gesprochen, ist nicht eingetreten. 2012 haben Sie auch schon gesagt, ja, der Euro ist eigentlich am Ende. Dann gab es irgendwann mal eine Prognose, dass eigentlich der DAX mit 7.000 Punkten schon so überbewertet wäre, dass er eigentlich bei 3.000 stehen müsste. Ist das einfach ein gutes Geschäft, dass man das Lebensgefühl aufgreift, irgendwas läuft auf dem Ruder? Oder wann kommen eigentlich diese ganzen Zusammenbrüche? Das Unfaire ist ja immer, dass natürlich die Kritiker immer nur die Sachen herausziehen, die nicht eingetreten sind. Also viele Punkte sind ja eingetreten, ob es jetzt die Euro-Krise war, der Atomausstieg, dass der falsch war, die Wahl von Trump, der Euro, die Entwertung, dass Gold und Bitcoin auf neue Höhen steigen etc., dass Sozialisten immer populärer werden oder Populisten generell. Also da gibt es natürlich eine Gegenrechnung. Es gab mal jemanden, der hat sich die Mühe gemacht, mal viele Aussagen zu analysieren. Da kam es auf eine Trefferquote von über 60% und auch die Anlageempfehlung aus meinem letzten Buch haben eine Performance gehabt von über 80% innerhalb von 18 Monaten, ist nicht ganz so schlecht. Man liegt natürlich auch mal falsch, wenn man Prognosen abgibt. Mark Twain hat ja mal gesagt, also Prognosen sind relativ schwierig, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Und deswegen, was ich immer mache, ist ein Spiel der Wahrscheinlichkeiten. Also welche Wahrscheinlichkeit tritt ein? Also man kann nie sagen, das und das wird passieren, sondern es geht um Wahrscheinlichkeiten. Da versuche ich das Beste einfach zu machen und viele Prognosen sind eingetreten, sonst würden sich die Bücher auch nicht so verkaufen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Wo lagen Sie falsch? Ja, zum Beispiel, dass ich habe gesagt, der Euro wird spätestens 2023 über die Wupper gehen. Da lag ich definitiv falsch, aber ich war mir dessen auch nicht bewusst, dass die EZB tatsächlich bereit ist, ihre eigenen Gesetze zu brechen und Billionen ins System zu pumpen. Da lagen übrigens auch andere Ökonomen falsch, wie Hans-Werner Sinn oder Daniel Stelter. Die haben auch alle gedacht, der Euro wird nicht funktionieren. Aber der Euro, die Frage ist nicht, ob er scheitern wird, sondern lediglich wann. Und deswegen versucht man jetzt auch einen digitalen Euro zu implementieren, damit man noch ein bisschen Lebenszeit in das System einhauchen kann. Aber Fehler gehören dazu, aber bei vielen Punkten lag ich richtig und da bin ich auch sehr glücklich darüber und auch die Leser anscheinend, sonst wären es ja nicht so erfolgreiche Bücher. Haben Sie jetzt eine neue Prognose, also wann der nächste Crash kommt? Nicht der finale Crash? Wir sind schon mittendrin eigentlich in diesem Paradigmenwechsel. Ich glaube, wir spüren es ja auch. Ne? Das Geld zerrinnt einem zwischen den Händen, wenn Sie an der Tankstelle sind, wenn Sie Stromrechnung bezahlen. Die Menschen merken einfach, es reicht vorne und hinten nicht mehr. Aber wird das nicht künstlich verteuert durch verschiedenste Aufschläge für Öko-Umlagen oder Ähnliches? Das spielt mit dazu. Die Inkompetenz der Regierungen oder auch diese moralischen Ziele, die man verfolgt, ne? Das Klima zu retten, alle zu impfen und so weiter, das ist natürlich auch alles weitere Punkte, die natürlich dazu führen, dass die Krise sich verschlimmert. Heizungsgesetz war ganz, ganz schlimm. Ne? Da war die Unsicherheit noch größer. Die Industrialisierung, dass Unternehmen keine Planungssicherheit mehr in Deutschland haben und dann sagen, dann gehen wir lieber woanders hin, spielt natürlich alles mit rein. Aber grundlegend hat unser jetziges Geldsystem einfach einen Fehler und dieser Fehler wird sich in den nächsten Jahren ausspielen. Aus dem Grund würde ich sagen, vielleicht noch diese Dekade, aber spätestens Anfang der 30er wird es eine Währungsreform geben müssen oder ein neues Geldsystem. Muss der Crash kommen oder sehen Sie einfach nur keine Personen oder Akteure, die die Konsequenzen ziehen und sozusagen die Korrektur schaffen? Leider, ich befürchte, auch da habe ich im letzten Buch ja aufgezeigt, 2000 Jahre Geldgeschichte, dass es leider immer knallen muss. Das heißt, es führt meistens irgendwie zu Revolution oder Kriege. Ich sehe momentan niemand, der den Mut hat, aus der Komfortblase auszubrechen und zu sagen, okay, der Euro war eine blöde Idee oder die EU hat nicht wirklich so funktioniert. Wir müssen die reformieren. Es gibt nicht die Tendenzen, es ist zu viel Kapital und zu viel Interessen da, weil keiner sägt natürlich auf dem Ast, auf dem er sitzt. Und aus dem Grund befürchte ich erstmal Schlimmeres. Da bin ich ganz nach Churchill, prepare for the worst, hope for the best.
lässt. Also man sich auf das schlimmstmögliche Szenario vorbereiten, in der Hoffnung, dass es nicht eintritt. Und wenn Sie einfach schauen, leider ist es oftmals so, dass es erst, hat auch Schumpeter gesagt, wir brauchen diese kreative, schöpferische Zerstörung. Es muss erst was kaputt gehen, damit was Neues entsteht. Aber das soll auch Hoffnung geben, weil Krisen sind wichtig, Krisen sind Teil der menschlichen Evolution. Bin jetzt nicht sicher, ob der Kleinsparer draußen im Lande sich darauf freut, dass sozusagen krisenhafte Chancen erwachsen. Kostolany, der große Börsenguru, hat mal gesagt, Panik ist ein gutes Geschäft. Der investierte dann einfach auf fallende Kurse oder Ähnliches. Aber was ist denn eigentlich für den ganz normalen Menschen draußen im Lande, der 90% der Bevölkerung ausmacht? Ist für den nicht ein sich hinschleppendes System besser als ein zusammenbrechendes, wo er plötzlich möglicherweise über Nacht alles verliert? Das müssen Sie mir sagen. Sie haben den Umbruch in der DDR mitbekommen. Wussten nicht schon viele Anfang der 80er Jahre, dass der Sozialismus in der DDR gescheitert ist? Wäre es nicht besser für viele gewesen, schon 7, 8 Jahre vorher in Freiheit zu leben, in der Marktwirtschaft zu leben und nicht irgendwie im Sozialismus zu leiden? Also ich glaube tatsächlich, lieber ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende. Und natürlich wird man versuchen, den Kaugummi in die Länge zu ziehen, Herr Schuler. Aber die Kollateralschäden werden natürlich gigantisch sein. Noch mehr Proteste, noch mehr Unzufriedenheit, vielleicht sogar eine Revolution oder eventuell sogar ein Krieg, wenn ich mir diese Kriegsrhetorik momentan anhöre. Weil das ist natürlich auch oft ein beliebtes Stilmittel, um von der Inkompetenz abzulenken und jemanden anderes den schwarzen Peter in die Schuhe zu schieben. Und dann muss man halt sich vereinen und gegen den bösen Feind kämpfen, weil wenn man morgens aufwacht und der Feind ist definiert, dann hat der Tag Struktur. Zweifellos wäre es schöner gewesen, wenn der Sozialismus früher zusammengebrochen wäre, hätte ich ein paar Jahre länger in Freiheit gelebt. Trotzdem kann man das, glaube ich, nicht als Beispiel heranziehen, weil natürlich der Übergang von einem System zum anderen 1989, 90 von der Bundesrepublik gerade in Deutschland massiv abgefedert worden ist durch den Wechselkurssatz, sodass im Prinzip die ganz großen Brüche bei allem Elend, Arbeitslosigkeit und Deindustrialisierung so weit abgefedert worden sind, dass es nicht so hart war, wie es beispielsweise andere osteuropäische Länder getroffen hat. Deswegen versuche ich ja über meine Videos, über die Interviews, aber auch über die Bücher natürlich die Leute zu sensibilisieren, weil wir alle haben ja tagtäglich mit Geld zu tun, aber kaum jemand weiß, wie Geld entsteht und wie er vor allem Geld anlegt. Aber wir leben ja einen Paradigmenwechsel. Die Menschen spüren ja intuitiv, dass da draußen was aus den Fugen geraten ist. Wir sehen eine unglaubliche Inkompetenz in unserer Politik mit Fehlentscheidungen, wo sich jeder an den Kopf greift. Wir sehen, dass neue Parteien entstehen und andere Oppositionsparteien immer stärker werden. Wir sehen, dass die Politik irgendwie völlig orientierungslos und überfordert irgendwie vor sich hin agiert und hinwurschtelt. Und da werden auf einmal Nebenkriegsschauplätze hochstilisiert wie Selbstbestimmungsgesetz und so weiter, die viel wichtiger sind wie die wahren Probleme in unserem Leben, nämlich, dass wir was auf dem Teller haben, dass wir irgendwie die Kinder irgendwie in die Schule schicken können, dass man was fürs Alter auf die Seite legen kann. Und aus dem Grund versuche ich ja, die Menschen dahin zu bewegen, zu sagen, Leute, das und das kommt meiner Ansicht nach auf euch zu. Ich möchte euch Hilfe geben, sehe ich als ein Akt der Nächstenliebe, weil in einer inflationären Welt brauchen sie einfach limitierte Werte. Und das sehen sie, sie brauchen Edelmetalle, Gold ist auf einem Allzeithoch, Bitcoin ist auf einem Allzeithoch, die Aktienmärkte florieren ohne Ende, bin ich ein riesen Fan davon auch, also ich würde auch Aktien definitiv kaufen und natürlich wird es auch Korrekturen geben, aber man muss jetzt versuchen, raus aus den alten Investments zu gehen, also raus aus Papierwerten, raus aus Staatsanleihen, aus Bausparverträgen und der Staat wird ja am Ende eines Zyklus immer übergriffig und das merken wir. Sozialismus ist wieder en vogue, es geht um Umverteilung und davor warne ich einfach, weil das immer gescheitert ist und zum Großteil dann auch zu Kollateralschäden führt, die die Menschen dann in eigenen Portemonnaie, in ihrem Privatvermögen dann auch sehen. Jetzt haben Sie den Krieg gerade erwähnt. Das ist ein interessantes Stichwort. Wenn man in die Geschichte guckt, sind viele Herrscherhäuser daran gescheitert, dass sie Kriege geführt haben, die sie am Ende nicht bezahlen konnten. Haben die Kosten des Krieges irgendeine messbare Auswirkung auf unser Geld- und Wirtschaftssystem? Absolut, natürlich, klar. Also überlegen Sie mal, als während Corona zum Beispiel ist jeder dritte Dollar eigentlich produziert worden, den es jemals gab. Und jetzt sehen wir natürlich auch die Ausgaben bezüglich der Unterstützung für die Ukraine, die jetzt mehrere hundert Milliarden, Billionen schon bekommen hat. Und das ist einfach ein unglaublicher Wirtschaftssektor. Also Krieg ist auch ein Geschäft, darf man nie vergessen. Und wir wissen jetzt im Nachhinein, dass es ja wenige Wochen nach dem Ukraine-Krieg schon eigentlich Friedensverhandlungen in Istanbul gab. Aber da hatten die westlichen Nationen, vor allem die USA, natürlich kein Interesse. Deswegen immer fragen, cui bono, wem dient es? Wer verkauft das teure LNG-Gas an Deutschland? Wer verkauft die Waffensysteme an Deutschland oder auch an die Ukraine? Und das sieht man halt auf Platz 1 der Waffenexporteure und Produzenten ist die USA. Chapeau. Nun werden wir die Front der Kriegsschuld nicht aufarbeiten können hier. Der Westen sagt, ja, Putin habe in Istanbul nicht verhandeln wollen, weil er sich einfach noch im Vormarsch wähnte. Werden wir nicht ganz klären können. Aber die Frage ist natürlich, was kommt eigentlich danach? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man sich vorbereiten?
Oder kann man nicht einfach sagen, ja gut, wenn es ganz schlimm kommt, kriege ich ja Bürgergeld? Ja, das ist ja die Lösung der Sozialisten. Und es hat ja noch nie funktioniert, weil sie können halt Krisen nicht durch einfach Gelddrucken lösen. Das führt immer zu Inflation, noch größeren Verwerfungen. Das sind immer nur temporäre Lösungsmöglichkeiten. Also Fakt ist tatsächlich, wie kann man sich darauf vorbereiten? Indem man durch Natur, durch die Mathematik limitierte Werte kauft. Also eine Goldmünze wird immer eine Goldmünze werden und sein. Die ist seit 5000 Jahren der menschlichen Seele archaisch eingeprägt eigentlich. Man weiß, da bekommt man irgendwas immer. Vor allem sieht man ja auch, dass alle Schwellenländer momentan Gold kaufen wie noch nie zuvor, auch Notenbanken als eine Absicherung, weil sie wissen, es wird was kommen. Der US-Dollar wird ja auch in Frage gestellt durch die BRIC-Staaten zum Beispiel. Und der Bürger muss einfach versuchen, seine Schäfchen ins Trockene zu bringen. Also aus dem Bankenkreislauf ziehen, aus der Sichtbarkeit der Politik ziehen. Das ist noch völlig legal möglich, zu sagen, ich kaufe Aktien, ich kaufe mir ein Grundstück, ich bezahle meine Immobilie ab, ich kaufe Gold, Aktien, Rohstoffe oder auch Bitcoin. Und man muss sich einfach darauf vorbereiten, weil wie war es denn in der Vergangenheit? Wir haben über 2000 Jahre Geldgeschichte, da sind hunderte von Währungen gekommen und gegangen. Meine Großmutter hat gesagt, Geld verreckt immer. Ja? Das hat man 1948 gesehen. Oder die DDR-Mark war ja dann auch viel wertloser als zuvor. Das heißt, man muss Zwischenspeicher finden, die die Kaufkraft schützen, weil Sie, ich und wir alle hier, auch der Zuschauer, der investiert das Wertvollste, was er besitzt eigentlich, nämlich seine Lebenszeit, um Geld zu verdienen. Und wenn dieses Geld, diese gespeicherte Lebenszeit dann uns genommen wird durch Steuern, ist natürlich bitter. Wenn dann noch eine dumme Politik dazu kommt, die inkompetent ist, ist es doppelt bitter. Aber wenn dann auch noch die Inflation zuschlägt, dann ist es Diebstahl. Und deswegen muss man jetzt versuchen, diese gespeicherte Kaufkraft in Geldform so anzulegen, dass sie mir nicht gestohlen wird. Und das merken die Leute da draußen. Und deswegen gehen sie auch auf die Barrikaden und kaufen Aktien oder interessieren sich auf einmal für Bitcoin. Bei Gold kann ich mir das vorstellen, kann man unter das Kopfkissen legen oder wohin auch immer. Muss man dann allerdings auch mit einem 100-Gramm-Barren irgendwo auf den Wochenmarkt gehen und sagen, ich brauche einen Bund Möhren? Stelle ich mir schwierig vor. Aber weil Sie Immobilien angesprochen haben, Immobilien sind ja eigentlich das, was der Staat am besten im Blick hat. Er hat die Grundsteuer, die er ständig einnimmt, die er jetzt auch gerade nochmal reformiert. Das geht nicht überall ganz neutral aus. Viele Wirtschaftsexperten sagen einem, gerade Immobilienbesitzer sind diejenigen, von denen man ja weiß, dass sie was besitzen, und die wird man als Erste zur Kasse bitten. Meine Rede habe ich in allen Büchern geschrieben. Ich bin zwar Schwabe, bin mit einem Bausparvertrag auf die Welt gekommen, ja, komme sogar aus einer Baufamilie. Nichtsdestotrotz war ich jetzt nie ein großer Anhänger von Immobilien, weil ich einfach weiß, in der Vergangenheit wurden immer zuallererst Immobilienbesitzer zur Kasse gebeten. Egal ob 1948 oder 1952 in Deutschland oder zuletzt in Griechenland 2012. Da waren es dann 4 Euro pro Quadratmeter. Übrigens haben die deutschen Finanzämter den griechischen Kollegen geholfen, weil die wollten natürlich, dass es auch funktioniert. Dann hat man ganz perfide diese Immobilienabgabe eingezogen über die Stromrechnung, weil keiner will im Dunkeln sitzen, jeder will Netflix gucken, will Internet haben. Und es funktioniert. Diese Steuer ist bis heute da, obwohl sie ja nur temporär war. So viel dazu. Also dahingehend natürlich, die Immobilienbesitzer bluten immer zuerst. Und da bin ich mir sicher, wird was kommen, eine Immobilienabgabe. Wir hatten da den Zensus im Jahr 2022. Jetzt weiß der Staat eigentlich alles. Jetzt muss Herr Lindner eigentlich nur noch auf den Knopf drücken und dann geht die Rechnung raus, digital, und alle werden dann bluten müssen. Und davon bin ich felsenfest überzeugt, weil der Staat hat trotz Rekordsteuereinnahmen immer größere Defizite, braucht immer mehr Geld, und so ist es halt. Politik ist strukturell gierig, kann mit Geld nicht umgehen, haben meistens auch ja keinen Studienabschluss und Berufsabschluss, und dementsprechend brauchen wir da eine komplette Wende eigentlich, weil die werden natürlich wieder neue Steuern implementieren. Jetzt haben Sie Volkswirtschaft studiert und managen selbst auch Fonds, und man kann unterstellen, dass Sie einigermaßen rational mit der wirtschaftlichen Welt umgehen. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Verschwörungstheorien, will ich es mal nennen, ohne es gleich negativ bewerten zu wollen. Aber es gibt Leute, die sagen, ja, solche großen Player wie Bill Gates, wie Elon Musk, wie George Soros haben eine politische Agenda. Und wenn die zum Beispiel in künstliches Fleisch investieren, dann wollen die das am Ende auch uns allen überhelfen. Das heißt, wenn ein großer Player irgendwo investiert, ist das gleichzeitig ein Zeichen, da hat er das vor und will uns damit hinterher sozusagen unterjochen, um sein Investment rentabel zu machen. Kann man das so sehen, oder gehen Investoren einfach da rein, wo sie denken, könnte der nächste heiße Scheiß werden? Geld regiert die Welt, Herr Schuler. Und natürlich, wenn jemand, egal ob jetzt Elon Musk oder Bill Gates irgendwo Milliarden investieren, möchten sie natürlich auch, dass dieses Investment funktioniert und Rendite abwirft, ist das völlig legitim. Und deswegen weiß ich nicht, ob es eine Verschwörungstheorie ist, ganz im Gegenteil. Ich glaube einfach, follow the money. Wir sehen es ja, wenn irgendwo Milliarden investiert werden, dass natürlich auch dann Druck dahinter steckt. Und wir wissen ja auch, dass es viele Lobbyisten gibt. Also wir haben sehr viele Pharma-Lobbyisten in Berlin, in Brüssel. Deswegen hatten wir auch Geheimverträge und so weiter. Also das ist keine Verschwörungstheorie. Das ist leider
diese Verschwörung ist Realität. Und deswegen, wer viel Geld hat, gucken Sie in den USA, da kostet der Wahlkampf zur US-Präsidentschaft $1 Milliarde. Glauben Sie, dass diejenigen, die Biden oder Trump Geld zukommen lassen, teilweise 10, 20, 50 Millionen Dollar, dass sie kein Eigeninteresse haben, dass sie keine Gegenleistung erwarten? Es wäre naiv, das zu glauben. Und genauso auch in der Politik in Deutschland. Also wenn die Grünen mit Agora allein schon im Wirtschaftsministerium sitzen, da weiß man ja, woher der Wind weht. Deswegen nochmal, Geld regiert die Welt. Ich glaube, es war Horst Seehofer, der gesagt hat, diejenigen, die gewählt werden, haben nichts zu bestimmen. Und diejenigen, die bestimmen, die werden nicht gewählt. Ist auf jeden Fall erstmal ein guter Spruch. Trotzdem stellt man sich das als Normalmensch immer so vor, dass die Spender für Wahlkampagnen, gerade in den USA, sich Steuererleichterung, Einfuhrerleichterung oder Ähnliches so erhoffen. Einer der ganz großen Player ist ja BlackRock und überall, wo das Thema, ein großer Pensionsfonds, der weltweit Milliarden verschiebt, überall, wo das Stichwort BlackRock fällt, denkt man an so eine finstere Macht. Also wollen Investoren immer auch das sozusagen politisch durchdrücken, wo sie investieren. Elon Musk beispielsweise ist sehr stark interessiert an künstlicher Intelligenz und an Transhumanismus, also an Chips, die man ins Gehirn einpflanzt, sodass man quasi künftig in sein Telefon oder in seinen Computer hineindenken kann. Klingt erstmal recht praktisch, muss ich nicht lange tippen und dieses blöde Zehn-Finger-System nicht lernen. Andererseits arbeitet der Computer möglicherweise in meinen Kopf zurück, ohne dass ich es kontrollieren kann. Keine ganz gute Vorstellung. Also ist jemand, der da rein investiert, einfach nur forschungsbegeistert oder ist er jemand, der die Welt kontrollieren will? Ach Gott, also ob man die Welt kontrollieren will, natürlich ist es so, dass natürlich die Kontakte da sind. Ich glaube, Larry Fink, der Chef von BlackRock, hat natürlich alle Handydaten von Trump bis Merkel wahrscheinlich in seinem Telefon. Natürlich versuchen die zu ihren Gunsten alles so auszulegen und zu bewegen und dafür haben sie auch das nötige Kleingeld. Aber sie scheitern manchmal auch. Zum Beispiel ESG war so ein Trend, der hat nicht funktioniert. Der wurde auch unter anderem von BlackRock vorangetrieben, hat nicht funktioniert. ESG? ESG, also dass man politisch korrekt investiert, nachhaltig und so weiter, Governance etc. Und das Gleiche werden wir jetzt auch sehen bezüglich der Klimapolitik und so weiter. Man versucht, was durchzudrücken oder auch Diversität war so ein Riesenthema. Warum hat auf einmal Siemens oder der Daimler in Stuttgart auf einmal eine Regenbogenflagge vor der Zentrale stehen? Also macht ja gar keinen Sinn. Ne? Aber es war halt durchgedruckt. Warum? Weil BlackRock gesagt hat, die Unternehmen, die ESG-konform agieren, die nehmen wir auch mit in unseren ETF-Fonds auf. Da ging es einfach nur um Geld. Also das, wessen Lied ich spiele, das, wessen Brot ich esse, ist ein Lied ich spiele und so weiter. Das ist halt so. Ne? Hätte BlackRock gesagt, ihr müsst jetzt eine gelbe Flagge hinhängen, hätten sie es auch gemacht wahrscheinlich. Das ist schön, dass es noch so viel Überzeugung in der Welt gibt und Opportunismus nicht das letzte Wort hat, um es mal bitterironisch zu sagen. Aber lassen Sie uns nochmal auf die Wirtschaftspolitik der Ampel in Deutschland ganz konkret kommen. Eines der zentralen Projekte ist die sogenannte Transformation, die dazu führen soll, dass die komplette deutsche Wirtschaft erst einmal von der jetzigen energetischen Basis auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Nun sagen selbst die Top-Ökonomen, die auch die Bundesregierung beraten, dass diese Transformation erstmal keinen Gewinn abwirft. Also wir bauen Kraftwerke ab, die funktionieren und bauen neue hin, die dann ökologisch funktionieren. Am Ende haben wir den gleichen Energieertrag, haben Milliarden ausgegeben, aber eine Wertschöpfung findet nicht statt. Ist diese Transformation einfach zwingend wegen der Klimakrise, sonst gehen wir alle unter? Oder ist es einfach ein wirtschaftliches Wahnsinnsprojekt? Zweiteres, man hat einfach Ideologie über Vernunft gestellt. Es ist tatsächlich die dümmste Energiepolitik, die es weltweit gibt. Das sagt nicht nur ich. Und es ist auch eine Prognose, die übrigens eingetroffen ist meinerseits. Also Grüße an die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Sondern es sagt sogar das Wall Street Journal, dass Deutschland die dümmste Energiepolitik macht überhaupt. Dass man was Funktionierendes abstellt und mit was Unsicherem ersetzt. Also dieser Flatterstrom, wo es für keine Speichertechnologien gibt, der wird niemals für einen Wirtschaftsstandort wie Deutschland funktionieren. Und das merken wir ja langsam. Nicht nur an den hohen Strompreisen, sondern auch an den Unternehmen, die das Land verlassen, an Stellenstreichungen, an Kurzarbeit, dass die Menschen einfach sagen, was macht ihr da eigentlich? Und es ist einfach pure Inkompetenz, eine historische Fehlentscheidung, die uns viel Wohlstand kosten wird. Und aus dem Grund muss man einfach sagen, die ist gescheitert. Wir werden auch niemals zur Schule bis 2045 klimaneutral werden. Und vor allem, auch wenn wir komplett irgendwann nur noch mit mittelalterlichen Windmühlen und in Baumhöhlen leben und so weiter, wird das Klima sich trotzdem nicht davon beeindrucken lassen, weil da müsste die ganze Welt an einem Strang ziehen. Das tut sie halt nicht.
nicht, weil 85% der Energie entsteht durch fossile Energieträger und wir werden noch sehr lange mit fossilen Energieträgern arbeiten müssen und es ist auch gut so, weil nur durch Wohlstandseffekte können sie dann tatsächlich irgendwann Speichertechnologien erfinden, die dann vielleicht sogar CO2-los Strom produzieren können und emittieren können. Dieser Tage hat, glaube ich, der weltgrößte Ölkonzern Saudi Aramco gerade eine Rendite erwirtschaftet von 130 Milliarden Euro und schüttet Anteile an die Anteilseigner aus von mehr als 90 Milliarden. Das könnte ein Indiz sein, dass fossile Brennstoffe noch irgendwo nachgefragt sind. Absolut. Das ist auch einer meiner Investment-Tipps, auch in meinem aktuellen Buch. In das investieren, was die Grünen und Linken nicht mögen und hassen und verteufeln. Das ist auf jeden Fall ein guter Ratgeber, antizyklisch zu agieren. Das heißt, sie brauchen auf jeden Fall ein Portfolio Öl, Gas, Kohle, Uranwerte und alles andere, was sie noch so hören, immer das Gegenteil machen. Dann sitzen sie auf jeden Fall auf dem richtigen Pferd. Gut, also um Förderung aus Bundesmitteln brauche ich mich für diese Sendung jetzt nicht mehr zu bewerben. Aber hatte ich ehrlich gesagt auch nicht vor, war ein kleiner Scherz. Aber die Grünen, nicht nur Habeck, erklären ständig, die Welt befände sich in einem Wettlauf um die CO2-Neutralität und das sei eben auch ein Subventionswettlauf. Nun kann man sagen, klar, die Chinesen subventionieren nicht nur Stahl, sondern auch beispielsweise ihre Autoindustrie. Aber stimmt eigentlich die These, dass wir da mithalten müssen und nur mit öffentlichen Investitionen kann man diesen Wettlauf gewinnen? Sonst sind es die Amerikaner mit ihrem Inflation Reduction Act, die Steuervergünstigung einräumen und so weiter. Und wir sind dann nur die Hinterletzten. Es gibt ja einen Grund, warum Robert Habeck eine historische Fehlbesetzung im Wirtschaftsministerium ist. Er ist ja Märchenbuchautor, Gelernter und Philosoph und es hätte auch mal bleiben lassen sollen. Also bei allem Respekt, es ist leider absoluter Humbug, was er da erzählt, weil wir sehen es ja auch zum Beispiel beim Auto, beim E-Auto, seitdem die Subventionen weggefallen sind, bricht der Verkauf komplett ein. Die E-Mobilität ist nicht die Zukunft. Das Verbrenner aus wird sogar in Frage gestellt von der EU selber, von von der Leyen. Wir sehen, dass alle Länder, Großbritannien und Co. von ihren Klimazielen abrücken, weil sie merken, es macht überhaupt gar keinen Sinn, es ist unrealistisch. Und Subventionen, da bin ich ein ganz großer Gegner, weil wenn etwas subventioniert werden muss, dann ist es anscheinend am Markt nicht beliebt. Der Markt soll doch entscheiden, der Bürger soll entscheiden, kaufe ich mir jetzt eine Pepsi oder eine Coca-Cola, kaufe ich mir einen Verbrenner oder ein E-Auto. Und sobald der Staat interveniert, ist es zum Scheitern verurteilt und es sind immer wieder die gleichen Beispiele. Deswegen dieses ganze Geld, was durch Subventionen in den Markt gepumpt wird, ist verschleudertes Steuergeld und wir sollten alle Subventionen sofort radikal beenden. Nachdem die Subventionen für E-Autos weggefallen sind, haben es dann interessanterweise die Hersteller übernommen. Also so eng kann die Gewinnmarge gar nicht gewesen sein, dass es plötzlich 6.000 Euro da einfach noch drin gewesen sind. Trotzdem werden sie nicht verkauft, ne? Und der Wert Verlust von E-Autos ist auch gigantisch. Also ja, da habe ich mich schon von Anfang an unbeliebt gemacht, weil ich einfach aus der schlichten Leute-Perspektive gesagt habe, als Familienkutsche eignet sich ein Tesla einfach schlecht, weil du kriegst kein Billigregal von Ikea abgeholt und wenn du mit zwei Kindern in Winterurlaub nach Österreich fahren willst, da musst du fünfmal nachladen zwischendurch, ist auch keine ganz gute Perspektive. D'accord. Es ist einfach unpraktisch, genau. und gar kein böser Wille, wenn es einfach ein adäquater Ersatz wäre für einen Verbrenner, würden es glaube ich viel mehr Leute machen. Das andere, was Robert Habeck auch immer sagt, wir brauchen für unsere Volkswirtschaft jeden und alle, nicht nur Fachkräfte, sondern wir brauchen eigentlich jeden, der kommt. Also mit anderen Worten, welchen Einfluss hat eigentlich Migration auf die Volkswirtschaft? Ja, eigentlich einen großen, weil wir haben eine schlechte Demografie. Das wird ja von der Politik langsam endlich erkannt und wir werden immer älter, was ja schön ist, aber es kommen immer weniger junge Menschen nach. Und auch da hat man sich natürlich gleich unbeliebt gemacht, indem man zum Beispiel, ich habe 2015 gesagt und geschrieben beim Fokus, dass natürlich diese Art der Migration nicht funktionieren wird, weil das einfach den Sozialstaat massiv belasten wird. Und genau das ist ja geschehen und andere wurden ja auch vom Hof gejagt, wie Thilo Sarrazin, der gesagt hat, man übernimmt sich. Aber dieser Diskurs, der findet ja gar nicht mehr statt oder darf nicht, wird er gleich geframed und es gibt dann gleich die Kontaktschuld. Aber Fakt ist tatsächlich, wir haben jetzt einfach eine falsche Migrationspolitik die letzten Jahre betrieben, die halt nicht funktioniert. Wir bräuchten halt wirkliche Fachkräfte, müssten uns eher orientieren an Kanada oder an Neuseeland, die nur qualifizierte Fachkräfte ins Land reinlassen. Das heißt, wir brauchen Tests, was für eine Schulausbildung haben die, welche Qualifikationen haben die und so weiter. Aber wir haben halt vor allem halt Menschen reingelassen, die halt der deutschen Sprache nicht mächtig sind, auch nach 5 Jahren nicht und die halt jetzt nicht gerade die besten Schulabschlüsse hatten, weil die Zahnärzte
die gehen woanders hin. Und um Deutschland wieder attraktiv zu machen, deswegen brauchen wir eigentlich diese Krise, damit wir uns wieder reformieren, damit wir uns neu erfinden, damit wir wieder demütig werden, müsste Deutschland eine radikale Steuerreform durchdrücken. Weil wenn der Inder guckt auf den Zettel, ja, und sieht einfach, hey, in Deutschland zahle ich 45% Steuern und in den USA aber bloß 25%, ja, dann gehe ich natürlich dahin, wo es günstiger ist und nicht irgendwie ins teure Deutschland. Wir haben das Zitat von Robert Habeck mal da, wir können mal reingucken. Ich will damit sagen, das größte strukturelle Problem für die deutsche Wirtschaft in den nächsten Jahren ist die Lücke an Fachkräften und an Arbeitskräften. Ich würde extra jetzt sagen Arbeitskräfte, weil es schon lange nicht mehr nur um Facharbeiter geht, sondern es fehlt an allen Ecken und Kanten. Ja, vor allem in der Politik, ja. Da brauchen wir auch Fachkräfte endlich. Gut, wo wir die herkriegen, das weiß ich jetzt noch nicht so richtig. Ich glaube, die hat er auch nicht gemeint, aber droht tatsächlich Deindustrialisierung in Deutschland? Ja, tatsächlich, weil es fehlt wirklich an allen Ecken und Enden, egal ob beim Krankenhaus oder beim Schleifer oder beim Autovermieter sogar. Und wir sehen das überall. Also ich suche auch Personal händeringend und was sich bewirbt, ist leider meistens der Rest vom Fest, wo man sagt, nee, lieber doch nicht. Und parallel sehen wir natürlich durch eine falsche Energiepolitik, durch eine ja Hin- und Her-Politik der Ampelregierung, wie ich sie nur noch despektierlich nenne, hat man als Unternehmer keine Planungssicherheit. Ich merke das ja auch in der Honorarberatung, dass viele mittelständische Unternehmen sagen, also ich gehe da glaube lieber mal ins Ausland oder ich bin vorsichtig oder ich baue Stellen lieber ab und so weiter. Also die Unsicherheit ist noch nie so groß wie aktuell gewesen bei den Unternehmen und bei den Menschen generell. Das spürt man ja auch bei den Wahlumfragen. Und wir sehen ja, dass Miele zum Beispiel Stellen abbaut und woanders produziert. Stihl hier aus Baden-Württemberg zum Beispiel, weltweit größter Motorsägenhersteller, der wollte in Ludwigsburg eine Riesenfabrik bauen, der baut jetzt in der Schweiz, weil die Lohnkosten selbst in der Schweiz, in der teuren Schweiz, günstiger sind als bei uns, weil bei uns die Bürokratie überhand nimmt, weil man muss jeden Lorch irgendwie abklären, ob man da überhaupt bauen darf und so weiter. Und deswegen sagt Stihl, hey, dann gehen wir lieber langfristig in die Schweiz. Und es sollte doch der Ampelregierung eine Warnung sein, wenn selbst Unternehmen sagen, Deutschland ist zu teuer. Ich fürchte, so eine richtige Mutmachsendung werden wir hier nicht hinkriegen. Doch, natürlich. Also irgendwo müssen wir doch den Punkt einbauen, wo bleibt das Positive? Noch ist der Zeitpunkt nicht gekommen. Sie sehen ja nicht nur das Finanzsystem kritisch, sondern Sie sehen auch insgesamt einen gesamten Niedergang des Westens. Warum das? Ja, schauen Sie mal raus. Also wir haben eine gewisse Hybris. Der Westen möchte der restlichen Welt erklären, was ja immer noch eine Minderheit ist, der Westen, wie es zu funktionieren hat. Ne? Also wir sehen, dass der Hegemon USA in Frage gestellt wird von den BRIC-Staaten, die sich immer mehr emanzipieren. Also Brasilien, Indien, Saudi-Arabien sagen einfach, wir möchten jetzt auf einer Augenhöhe mit euch sein. Wir sehen, dass der Ukraine-Konflikt negativ ausgehen wird für den Westen. Putin wird wohl doch gewinnen. Mit jedem Tag, wo wir diesen Krieg weiterführen, wird die Ausgangsposition für Verhandlungen für die Ukraine immer schlechter und damit auch für den Westen. Wir sehen einfach, dass der Westen nicht mehr ernst genommen wird, weil die meisten Menschen halt im Osten oder auch in der Südhemisphäre glauben halt nur an zwei Geschlechter, glauben, dass man jetzt nicht jährlich das Geschlecht wechseln kann und sagen, ich möchte eine sichere Energieversorgung, weil 3 Milliarden Menschen möchten dahin, wo wir sind, nämlich sichere Energieversorgung, was zum Essen auf dem Tisch zu haben und einfach die Wohlstandsleiter aufzusteigen und nicht irgendwelche Gehirnfürze völlig ideologisch durchzudrücken und Dogmatismus zu erleben, indem man sagt, ja, hey, ihr müsst jetzt mit dem Fahrrad fahren, ihr dürft weniger konsumieren, ihr dürft weniger Wohlstand haben, damit wir uns gut fühlen. Also dahingehend, man versucht ja jetzt gerade mit einem Moralkodex zu sagen, jetzt retten wir die ganze Welt und das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist der Westen leider im Niedergang wie immer. Cicero hat mal gesagt, umso näher der Zusammenbruch einer Zivilisation rückt, umso verrückter werden seine Gesetze. Und das erleben wir ja in Reinform, ne? Also Selbstbestimmungsgesetz, Heizungsgesetz etc., was es da alles gab. Und das spüren die Menschen. Und deswegen wird der Westen nicht mehr ernst genommen. Also sieh nur Katar, Fußballweltmeisterschaft, wir kommen mit Regenbogenflagge, Armbinde und die ganzen Araber lachen über uns und dann Karma schlägt zu und Deutschland fliegt raus. So ist es halt, go woke, go broke. Aber könnte man nicht sagen, ich versuche jetzt einfach krampfhaft das irgendwie ins Positive zu drehen, könnte man nicht sagen, dass der freiheitliche, die freiheitliche Ordnung, der Liberalismus, die soziale Marktwirtschaft des Westens den Wohlstand begründet hat, den wir jetzt haben und warum halt alle Welt zu uns will, warum sollte das plötzlich zu Ende sein? Absolut, weil momentan der Sozialismus, die Planwirtschaft, den Kapitalismus übernimmt. Ganz einfach. Wir sehen immer die gleichen Tendenzen. Ich habe es ja auch versucht, in meinem letzten Buch aufzuzeigen, nämlich, dass man kommt aus einer Krisensituation heraus. Wir hatten den Zweiten Weltkrieg. Deutschland lag in Schutt und Asche. Der Krieg war verloren. Und die Menschen waren dankbar, demütig. Die wollten einfach nur arbeiten, leben. Und es gab das Wirtschaftswunder. Und es war gigantisch. Und dann ging es aufwärts. Und irgendwann ist man saturiert und dann fängt man an mit irgendwelchen
Gehirnfürzen, sich auseinanderzusetzen und sagt, okay, jetzt machen wir die und die Gesetze und versuchen, das Weltklima zu retten. Also eine völlige Hybris und Arroganz entsteht dann eigentlich. Ne? Oder hier, man möchte gar nicht mehr arbeiten, genau. Also und das ist wie ein roter Faden durch die Geschichte der Menschheit immer und immer wieder. Der Aufstieg und der Niedergang eines Imperiums. Und wir sind leider gerade im Niedergang inbegriffen, weil wir sind wohlstandsverwahrlost. Wir sind einfach saturiert. Und es ist ein völlig normaler Gang und Zyklus. Und ich kann dir aber eine Hoffnung geben, Herr Schule. Natürlich wird durch diese Krisenerfahrung, wird der Mensch wieder dankbar und demütig werden. Und das, diese Krise, in die wir jetzt reinstehen, in der wir schon sind, wird natürlich Ausgangspunkt sein für eine neue positive Entwicklung, weil der Mensch lernt durch Scheitern. Schauen Sie in Ihre eigene Biografie, wann hatten Sie den größten Lerneffekt? Ne, vielleicht die erste gescheiterte Beziehung, der erste schlechte Artikel, der vom Redakteur Ihnen um die Ohren gepfeffert wurde. Ne? Ich schreibe keine schlechten Artikel. Entschuldigung, okay, aber ich zum Beispiel, ja. Also deswegen, also es ist immer wieder das gleiche Spiel. Der Mensch lernt durch Scheitern. Die Evolution der Menschheit ist halt jeher geprägt durch Krisen. Wir brauchen diese Krisen, auch wenn sie selbst herbeigeführt werden, um wieder zu erkennen, was ist eigentlich wichtig. Uns ist der Kompass verloren gegangen. Und da gibt's ein schönes Sprichwort, schwere Zeiten kreieren starke Menschen kreieren gute Zeiten kreieren schwache Menschen und schwache Menschen kreieren schwere Zeiten. Und ich glaube, wir sind jetzt in diesem letzten Teil dieses Sprichwortes angelangt, dass wir jetzt auf einmal einfach in der gewissen spätrömischen Dekadenz uns befinden, dass der Niedergang inbegriffen ist und das spüren wir ja alle. Also andere Nationen sind auf dem aufsteigenden Ast und wir sind halt im Niedergang und ich möchte die Hoffnung geben, danach wird's auch wieder besser werden. Kann man denn wenigstens einigermaßen kommod durch diesen Niedergang durchkommen oder wird das alles ganz schlimm werden für die breite Masse? Das liegt ja an uns, an jedem Einzelnen von uns. Ich bin ultra positiv gestimmt, was die Menschheit angeht, weil ich glaube, zum allerersten Mal haben wir zum Beispiel das Internet, haben wir die künstliche Intelligenz, also haben wir Helferlein an unserer Seite, haben wir Formate wie Schüler, dass Menschen sich auch außerhalb des Narrativs und des Mainstreams informieren können. Und ich glaube tatsächlich, dass diese kommende Krise die Menschheit auf eine komplett neue Bewusstseinsstufe katapultieren wird, weil die Lügen zunehmen, vor allem der Politik, aber auch der Presse in den letzten Jahren und die Menschen sich einfach nicht mehr veräppeln lassen. Sie wissen jetzt selber, wie es am Ende der DDR war. Und da sieht man auch dann gewisse Parallelen, dass man sagt, ich glaube nicht mehr alles, was jetzt irgendwie die Regierung mehr erzählt, weil am Anfang hieß es doch, die Impfung ist super sicher oder Atomausstieg macht den Strom billiger und günstiger und wir werden alle ganz glücklich leben und Ringelpilz mit anfassen machen. Ja, Pustekuchen. Ganz im Gegenteil. Es ist alles viel schlimmer geworden, viel teurer und die Menschen sind deillusioniert und deswegen haben sie den Glauben halt an dieses System leider verloren. Aber ich glaube einfach, dass die Menschen in Zukunft sagen werden, wir möchten frei entscheiden, welches Geldsystem wir verwenden wollen, wie wir leben wollen und das ist eine positive Entwicklung, wie ich finde. Und ich glaube, es wird erst schlimmer werden tatsächlich, aber dann wird es danach viel, viel besser. Und ich hoffe natürlich, dass es eine friedliche Revolution wird und ein friedlicher Umschwung wird, so wie 1989 in Leipzig. Wir nehmen mal als konstruktive Variante mit, dass Schüler fragen, was ist eine Hoffnung für die Menschheit ist. Oder um es mit dem Kanzler zu sagen, wir wollen keine großen Worte machen, aber das ist historisch. Letzte Frage. Welchen Tipp hätten Sie denn für originelle Wertanlagen? Also es gibt ja immer in den großen Wirtschaftszeitungen dann so Oldtimer, Kunst, Gold hatten wir schon. Pokémon-Karten sind gerade in Frankreich gestohlen worden, in großem Umfang, mehrere hunderttausend Euro flöten gegangen. Also gibt's irgendetwas, was wir noch gar nicht auf dem Schirm haben? Käfersammlung, Briefmarkensammlung? Nein. Also kreativ zwei Sachen. Bitcoin, weil es die breite Masse noch nicht kennt. Darüber geht ja auch mein letztes Buch um Bitcoin und ist jetzt auf dem Allzeithoch. Das ist ein Argument, dass Ihr letztes Buch drüber geht. Ja, genau, absolut. Seitdem das Buch erschienen ist, hat der Bitcoin-Preis sich verdoppelt. Und ich glaube, es ist wirklich auch die beste Wertanlage, die man die nächsten Jahre haben kann. Und das Zweite ist Whisky. Ja, und zwar schottischer Whisky. Erstens, 40% sind immer garantiert. Das kann keine Bank garantieren, also der Alkoholgehalt. Sie können sich jede Krise, egal wie schlimm es da draußen ist, schön saufen, wenn wieder eine Regierungsansprache kommt von Herrn Habeck oder von Herrn Scholz. Zweitens ist Alkohol immer ein Tauschmittel gewesen, auch in Krisen. Also ich habe einen Staatsbankrott in Argentinien miterlebt. Da haben sie für Whisky alles bekommen oder für Alkohol. Und viertens ist es so, wenn Whisky limitierte Abfüllungen haben, ja, dann können Sie sich davon sicher ausgehen, dass praktisch, wenn irgendein verrückter reicher Araber oder Chinese eine limitierte Flasche öffnet, dass ihre automatisch im Wert steigt und Whisky kippt nicht um. Das können Sie in den Keller stellen, müssen dann nur aufpassen, dass die Kinder nicht bei einer Party irgendwie den heimlich aufmachen und trinken. Und dann haben Sie eigentlich eine Verdopplungsgarantie nach wenigen Jahren. Das ist doch ein sehr hoffnungsvoller Ausblick gewesen. Haben Sie vielen Dank. Das war Schüler fragen, was ist. Heute mit Marc Friedrich, Bestsellerautor in Sachen Finanzen, der uns erklärt hat, warum diese Bundesregierung wirtschaftspolitisch auf einem völlig falschen Kurs ist, warum das europäische Währungssystem wahrscheinlich demnächst kollabiert. Nur wann, wissen wir noch nicht so genau. Und so viel als Ratgeber-Tipp, Whisky die Anlage der Zukunft ist. Haben Sie vielen Dank. Marc Friedrich, sehr spannendes Gespräch. Vielen Dank.